Ich habe mir schon mal als Kind verboten zu fühlen. Und wenn du nichts fühlst, tut dir auch nichts leid. Mein Name ist Wilhelm Bunz. Ich saß 14 Jahre im Gefängnis in Bruchsal wegen Totschlag und anderer Dinge. Und wurde bekannt mit dem Buch Der Bibelraucher. Jeder Gangster muss tätowiert sein. Ich selber wurde ja verurteilt für 148 Straftaten und ich habe mir dann 148 Bilder auf meinem Körper verewigt. Als ich damals meine Straftaten begangen habe, ich habe für die Opfer nichts empfunden. Ich war sowas von gefühllos, ich war sowas von eiskalt. Als meine Mutter schwanger wurde, da war es ihr zu viel. Und sie sagte, nee, ich will das Kind nicht. Ihr könnt mit dem Kind machen, was ihr wollt. Ich war das nicht füttern, ich war das nicht wickeln. Ich war unterernährt und ich muss furchtbar geschrien haben. Und das wurde meiner Mutter zu viel, das Geschrei. Nahm ich unter den Arm und ich stand einfach Richtung rausgelaufen und auf einem Feld in so einen Graben reingelegt und ging weiter. Ich wurde gefunden und ich war dann 7 Monate im Krankenhaus. Die Ärzte stellte fest, mit dem Kind stimmt was nicht. Das Kind ist total verhaltensgestört. In jungen Jahren begann ich eigentlich schon meine Karriere in Richtung Gangster. Das heißt also, wenn mir vor mir jemand läuft, kam er ohne Geldbeutel nach Hause. Aus den Diebstählen wurden dann auch viele Schlägereien. Dann war Bankraub dabei, da war Menschenhandel dabei, bis zur Tötung. Und dann ist schon wieder vorprogrammiert, Knast. Ich wurde in Ulm gesucht, dann bin ich geflohen nach Hamburg. Nach St. Pauli. Ich wurde nach 3 Monaten geschnappt. In der Zeit, als ich im Gefängnis war, da war Zigarettenpapier bei uns Mangelware. Und da dachte ich, Mensch, die Bibel hat doch so dünnes Papier. Geh ich mal zum Pfarrer. Und dann habe ich angefangen, die erste Seite rauszureißen. Habe die Seite gelesen, habe 4 Teile gemacht und 4 Zigaretten draus gedreht und habe innerhalb von 6 Jahren das komplette Alte Testament erst gelesen und dann geraucht. Und da las ich die Bergpredigt. Und danach war ein Satz drin, ihr seid das Salz der Erde. Und das erste Mal habe ich mir keine Zigarette draus gedreht, sondern habe das auf die Seite gelegt und habe mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es, Salz zu sein? Die Männer, wenn es draußen sehr glatt ist, die streuen Salz, dass man laufen kann. Und dann habe ich mein Leben angeschaut und ich merkte, mein Leben war kein Salz, ich war bitteres Gift. Und so begann ich mal über mich nachzudenken. Und dann begann ich mit Gott zu reden. Ich hatte einen Zellennachbarn. Und der fragt mich eines Tages, sag mal, Willi, bist du krank? Sag ich, nee, ist alles gut. Sagt er, nee, 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 nee. Irgendwas mit dir stimmt nicht. Du hattest früher so viele Schlägereien. Du hast dich schon Wochen nicht mehr geprügelt. Was ist los mit dir? Als ich merkte, in mir geschieht eine Veränderung, habe ich mir eine neue Bibel besorgt, habe angefangen, Bibel zu lesen. Und je mehr ich Bibel las, desto mehr wurde der unbekannte Gott für mich Realität. Wir lesen doch in der Bibel drin, er wird das steinerne Herz rausnehmen und wird dir ein Fleisch in das Herz geben. Aber mein Herz ist ja sowas von fleischig. Ich bin ja so emotional geworden. Oftmals laufen mir die Tränen runter. Kannte ich früher nicht. Ich bin Gott so dankbar.